Und dann wundern sich Frauen, warum wir Männer Angst vor ihren Freundinnen haben. Da haben doch echt nur noch die Details gefehlt. Na ja, nach dem gescheiterten Gesprächsversuch von Herrn Schreiber war es ja klar, dass Frau Gerber ihre Freundin darauf ansprechen würde. Ja, okay, das schon. Aber zumindest weiß ich jetzt so hundertprozentig, dass die Frau Gerber nichts von dem Video weiß. Da bin ich mir jetzt ganz, ganz sicher. Naja, sagen wir mal so, wenn sie den Film gesehen hätte, dann hätte sie Frau Schreiber nicht fragen müssen, wie ihr Mann im Bett ist. Weil davon hätte sie sich ja dann einen eigenen Eindruck machen können. Eben, genau das meine ich. Aber was ist mit Jochen Gerber? Ich meine, könnte es tatsächlich sein, dass der Erpressungsversuch ein Alleingang von ihm war? Ich meine, immerhin hat doch der Herr Schreiber gesagt, dass er ziemlich lang auf dem Klo war. Er war in seinem Büro, hat einen vollen Terminkalender. Ich möchte das gar nicht wissen, weil sie das schon wieder ist. Besser ist. Also ich würde dann sagen, ich konzentriere mich auf den Herrn Gerber und beobachte ihn ein bisschen. Ja, solange der Erpresser keine Forderungen stellt, haben wir keinen anderen Anhaltspunkt. Eben. Als Mark am frühen Abend von der Arbeit nach Hause kommt, wird er bereits von seiner Ehefrau erwartet. Jetzt. Schreiber? Nochmal zur Erinnerung. Wenn du nicht zahlst, veröffentliche ich den Film. Ich zahle ja, wenn Sie mir nur endlich sagen, was ich tun soll. Du bekommst morgen ein Päckchen, dann folgen weitere Instruktionen. Und dann löschen Sie den Film? Ja, sag in der Bank Bescheid, dass du die Kohle morgen holst. 10.000 Euro. Wer war das? Das... Nichts, das war nur eine Kollegin, die die Schicht tauschen wollte. Ich will jetzt wissen, was los ist. Clara hat mir von deinem Besuch erzählt. Du hast den Gerbers nicht wirklich einen Vierer vorgeschlagen? Bist du noch ganz dicht? Nein, das war alles nur ein Missverständnis. Vergiss es, ich hab denen gar nichts vorgeschlagen. Reicht dir der Sex mit mir nicht mehr, oder was? Ist es die Strafe, dass ich den Film nicht machen wollte? Quatsch, nein! Ich würde nie... Weißt du, wie peinlich mir das vor Clara war? Ich bin für solche Experimente nicht zu haben. Wenn dir das nicht passt, dann sag's einfach. Es gibt aber nichts zu sagen. Doch, ich hab noch was. Wenn du mich belügst, dann bin ich weg. Das ist dir hoffentlich klar. Mark Schreiber wird mit einem Sexvideo erpresst. Seine Anwältin Benita Brückner hat einen Privatdetektiv eingeschaltet, der den Erpresser so schnell wie möglich schnappen soll. Die Gelegenheit dafür scheint zum Greifen nah. Das ist heute mit der Post gekommen. Zum Glück hatte meine Frau Frühschicht und war nicht da, als der Postbote kam. Prepaid-Handy? Was soll das? Der hat eindeutig zu viele Hollywood-Filme geguckt. Was hat er denn genau gesagt? Also, wenn es überhaupt ein Er war. Naja, seine Stimme war verzerrt, aber ich glaube schon, dass es ein Mann war. Er hat gesagt, dass er sich wieder meldet und dass ich bei der Bank anmelden soll, dass ich 10.000 Euro abhebe. Ich kann Ihnen nur noch mal dringend raten, die Polizei einzuschalten. Auf gar keinen Fall. Wenn wir die Polizei einschalten, dann merkt meine Frau alles. Okay, okay. Eine Lösung haben wir noch. Dann spielen wir das Spielchen jetzt einfach mal mit. Ich werde Sie allerdings noch einmal verkabeln müssen, Herr Schreiber. Zusätzlich werde ich einen Sender in der Tasche verstecken. Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden Sie die ganze Zeit beobachten. Die Polizei einzuschalten wäre besser. Ich finde den Vorschlag von Herrn Wolf gut. Also Ihnen muss schon bewusst sein, dass ich Ihnen da absolut keine Erfolgsgarantien geben kann. Herr Schreiber, die Frau Brückner, sie hat schon recht. Vergessen Sie bitte nicht, dass wir den Erpresser nicht bestrafen können, wenn wir Polizei und Staatsanwaltschaft nicht einschalten. Und selbst wenn es uns gelingt, den Täter zu überführen, heißt es noch lange nicht, dass wir damit den Film ein für alle Mal aus dem Verkehr ziehen können. Also Herr Schreiber, wie besprochen, hier ist der Sender. Sobald Sie bei der Bank sind, nehmen Sie bitte das Geld und tun das in die Tasche. Und dann warten wir erstmal auf weitere Instruktionen vom Erpresser. Alles klar? Okay. Super. Sie gehen da wohl besser dran. Und stellen Sie bitte auf laut, ja? Ja? Du gehst jetzt zur Bank und holst das Geld. Keine Tricks. Ich behalte dich im Auge. Ich melde mich wieder. Die Tatsache, dass er sie die ganze Zeit duzt, könnte durchaus ein Indiz dafür sein, dass er sie kennt. Ich hab's gewusst. Das ist hundertprozentig der Jochen Gerber. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Ich werde den Gerber im Auge behalten. Ihnen beiden jetzt erstmal viel Glück, ja? Alles klar. Bis dann, ne? Eine Stunde später hat Mark die 10.000 Euro von der Bank abgeholt und zusammen mit dem Peilsender in der Tasche verstaut. Die Übergabe soll in einem Park stattfinden. Herr Gerber war im Büro. Jetzt hat er sich gerade ein Brötchen beim Bäcker geholt. Und so wie es aussieht, geht er wieder zurück ins Büro. Er kann also nicht vor der Bank gewesen sein. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob der Erpresser überhaupt in der Nähe von der Bank war. Ich meine, ich habe absolut niemanden gesehen, der annähernd nur in Frage kommen könnte. War das so eine Finte? Alles ist möglich. Jedenfalls hat er angerufen. Herr Schreiber soll das Geld auf dem Spielplatz in so einem Park deponieren. Auf einem Spielplatz?
Ich finde das auch alles ein bisschen komisch. Ich melde mich einfach, okay? Herr Schreiber, ist alles okay? Herr Schreiber, Sie bluten hier. Komm, ich fahre ins Krankenhaus. Das ist nur ein bisschen Blut, ist nicht so schlimm. Herr Schreiber, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Nein, wir folgen erst dem Signal. Herr Schreiber, sind Sie sich sicher? Ja, da hat der mir mit dem Schlauch eins übergebraten und ich gehe fast K.O. Herr Schreiber, Sie haben mehr Glück als Verstand. Nehmen Sie das nicht so auf die leichte Schulter. Er hätte Sie damit umbringen können. Ist Ihnen das klar? Das ist eine Waffe, Herr Schreiber. Und jetzt ist Schluss mit Lustig. Wir fahren ins Krankenhaus. Kommen Sie bitte mit. Nein, wir folgen jetzt erst dem Geld oder noch besser dem Erpresser. Aber danach fahren wir zum Arzt, Herr Schreiber. Herr Schreiber, das Signal kommt von hier. Das ist nicht gut, oder? Das werden wir gleich sehen. Da ist doch schon die Tasche. Die ist leer. Fuck. Geld weg, Film weg. Jetzt wahrscheinlich bald auch noch Frau und Kind weg, wenn ich das mit dem Film erzählen muss. Schreiber, kommen Sie, ich fahre jetzt erstmal zum Arzt. Nein, ich brauche einen Moment Zeit. Ich muss nachdenken. Hallo, Frau Brückner. Ja, ich bin's. Es ist leider alles schief gelaufen. Ja, okay, alles klar. Bis später, ciao. Armer Typ, ey. Mark will nur noch allein sein. Der 30-Jährige ist verzweifelt und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Wer bin ich? Ach, du bist das. Was machst du hier? Ich habe die Kleine gerade zu Ingrid gebracht. Was machst du denn für ein Gesicht? Ist irgendwas passiert? Ich habe im Moment wirklich das Pech gepachtet. Stress mit Svenja? Ja. Ich habe mich mit ihr unterhalten. Worüber? Naja, also über dies und das. Und Marc, ich glaube, ich weiß, worum es geht. Und ich glaube, ich kann dir helfen. Woher weißt du das? Naja, es ist neulich dein Besuch bei uns in der Wohnung. Und Svenja hat auch so Anspielungen gemacht. In jeder Ehe gibt es Höhen und Tiefen. Und da kann es ja nicht schaden, ein paar Geheimnisse zu haben. Svenja und ich waren bisher immer ehrlich zueinander. Später muss ich es dir sagen. Warum das denn? Ich würde Jochen doch auch nichts erzählen. Ich meine, was ist denn dabei? Ich verstehe nicht ganz. Naja, also ich glaube, du bist ziemlich enttäuscht. Und zwischen Jochen und mir läuft im Moment auch nicht mehr so richtig viel. Nein, also, wow, danke, aber ich liebe Svenja. Was hat denn das damit zu tun? Oder findest du mich etwa hässlich? Nein, aber ich muss jetzt auch wirklich zur Arbeit. Ja, wenn du es dir anders überlesen, du weißt ja, wo ich bin. Statt sich jedoch wie erhofft mit Arbeit ablenken zu können, wartet auf Mark im Baumarkt schon die nächste böse Überraschung. Ach, hallo? Na, wie geht's dir? Sieht schlecht aus. Hör auf so zu grinsen, sonst wische ich mit dir den Boden. Das glaube ich kaum, mein Freund. Komm mal mit, ich zeig dir mal was. Was willst du von mir? Das habe ich zugeschickt bekommen. Ist das nicht interessant? Du Schwein. Wenn du nicht auf die Beförderung verzichtest, kann ich für nichts garantieren. Du hast die Kamera geklaut. Was für eine Kamera? Keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich habe den Film gemailt bekommen und wer weiß, wer noch alles. Lüg nicht. Ich lüg nicht. Wenn du nicht auf die Beförderung verzichtest, kann ich nicht dafür garantieren, ob das Ding nicht im Internet wie ein Buschbrand die Runde macht. Ach, und apropos, deine Frau ist ja ein richtig heißer Feger. Frau Brückner, ich habe ein neues Problem. Die Anwältin folgt dem Hilferuf ihres Mandanten prompt und knöpft sich wenig später Marks Arbeitskollegen Uli Richter vor. Aber der gibt sich davon unbeeindruckt. Herr Richter, wir müssen reden. Und wer sind Sie? Mein Name ist Benita Brückner. Ich bin die Anwältin von Herrn Schreiber. Und ich verlange, dass Sie auf der Stelle den Film löschen. Was für ein Film? Ich habe keinen Film. Herr Richter, Sie haben einen Film, dessen Inhalt Sie absolut nichts angeht und den Sie sich vermutlich auf illegale Art und Weise beschafft haben. Also, wenn Sie nicht jede Menge Ärger haben wollen, dann raus damit. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Marc hat wahrscheinlich mal wieder Scheiße über mich erzählt. Wie so oft in letzter Zeit.
Der lügt. Es ist mir klar. Könnte er die Kamera gestohlen haben? Na, dem traue ich alles zu. Verstehe. Aber hatte er Zugang zu Ihrer Wohnung? Na, den würde ich im Leben nicht in meine Wohnung lassen. Er war also nie bei Ihnen? Nie. Ich weiß auch nicht, wie er von dem Film vorher wissen könnte. Hm. Also selbst wenn er nicht derjenige war, der die Kamera gestohlen und die 10.000 Euro erpresst hat, dann kennt er vermutlich den Erpresser. Wieso das? Naja, er ist im Besitz von diesem Film. Und er will ihn zu seinem Vorteil nutzen. Das kann doch kein Zufall sein. Der Dieb muss irgendwie von der Konkurrenz zwischen ihnen beiden wissen. Ansonsten hätte er doch gar keinen Grund gehabt, Herrn Richter diesen Film in die Hände zu spielen. Aber ich habe privat überhaupt nichts mit Uli zu tun. Da gibt's keine Verbindung. Herr Wolf, Brückner hier. Vergessen wir erstmal diesen Gerber. Ich möchte, dass Sie einen Arbeitskollegen von Herrn Schreiber, Uli Richter, im Auge behalten. Ja, genau. Halten Sie mich auf dem Laufenden? Super, danke, wiederhören. Ja, und jetzt? Jetzt gehen wir erstmal zur Polizei. Und anschließend sprechen Sie mit Ihrer Frau. Wird wohl Zeit, dass ich auf Sie höre. Meine Ideen waren da bis jetzt nicht so berauschend. Marks Einsicht kommt zu spät, denn zu Hause wartet auf seine Frau eine Entdeckung, die ihr Misstrauen weckt. Zieh mir noch schnell was anderes an. 5 Minuten. Kein Problem. Es dauert ja eh noch lange, bis die Kita zumacht. Oh Mann, Mark. Manchmal ist es echt, als hätte man 2 Kinder. Was ist das? Mark hat sein Handy vergessen, ja und? Das ist nicht Marks Handy. Ich hab das noch nie gesehen. Ein geheimes Zweithandy, das kann nur eins bedeuten. Dass Marc Geheimnisse hat? Ja, wohl eher, dass er vielleicht eine Geliebte hat. Soll ich sonst Janina eben von der Kita abholen? Dann kannst du mit Marc reden, wenn er nach Hause kommt. Ja, ist vielleicht besser. Ich will nicht, dass die Kleine das mitkriegt. In der Zwischenzeit war Marc mit seiner Anwältin bei der Polizei und hat Anzeige erstattet. Der schwierigste Gang steht ihm allerdings noch bevor. Die Polizei war nicht sehr erfreut über die späte Anzeige, aber das ist ja auch verständlich. Ja, es ist nicht nur das. Ich habe auch Panik, einfach wie Svenja reagiert, wenn ich alles erzähle. Ganz ehrlich, Herr Schreiber, Sie hätten längst mit Ihrer Frau sprechen müssen. Ich meine, immerhin ist sie auch auf dem Video und sie hat ein Recht darauf zu wissen, was los ist. Ja, ich weiß, das haben Sie schon mal gesagt. Aber danke auf jeden Fall, dass Sie sich bei der Polizei so für mich eingesetzt haben. Das ist mein Job. Kann ich Sie bei Ihrem Gespräch mit Ihrer Frau auch unterstützen? Nein, danke, das muss ich schon alleine regeln. Aber vielen Dank nochmal. Ich melde mich dann. Okay, viel Glück. Danke. Ach du Scheiße. Kannst du mir das erklären? Ja, ich... Wo ist denn Janina? Bei Clara, lenk nicht ab. Dafür, dass du ein geheimes Zweithandy hast, kann es eigentlich nur einen Grund geben. Du hast eine Geliebte. Was? Marc, ich hab dir gerade erst gesagt, was passiert, wenn du mich belügst. Das gleiche gilt für eine Geliebte genauso. Ich hab keine Geliebte. Ich werd erpresst. Du weißt doch das Video, was wir beide machen wollten. Ich weiß, du wolltest, dass ich die Kamera ausmache, aber ich... Aber was? Ich hab sie angelassen. Ja, und jetzt hat irgendjemand die Kamera geklaut mit dem Film drauf und hat mich um 10.000 Euro erpresst. Der hat mich niedergeschlagen und mir das Geld geklaut. Und der Detektiv... Was für ein Detektiv? Der mit dem Frau Brückner zusammenarbeitet. Du hast die Anwältin informiert, ohne mir Bescheid zu geben? Ich weiß, es tut mir leid. Das ist alles völlig außer Kontrolle geraten. Ja, und jetzt hat Uli auch noch den Film und zwingt mich, auf meine Beförderung zu verzichten. Die Hauptsache ist doch... dass ich keine Geliebte habe. Ich liebe dich, Svenja. Ich würde dich nie betrügen. Du hast uns gegen meinen Willen beim Sex gefilmt. Das ist... Marc, das... Jetzt haben wer weiß, wie viele Leute das Video gesehen. Nein, niemand hat den gesehen. Ja, außer Uli und der Erpresser. Ja, und. Dir ist schon bewusst, dass ich in einem katholischen Krankenhaus arbeite? Wenn das in die Öffentlichkeit kommt, dann bin ich gekündigt. Ja, daran habe ich nicht gedacht. Raus. Was? Raus! Ich will dich nicht mehr sehen!
Hey, Champagner. Hast du im Lotto gewonnen? Das nicht, aber ich habe die Beförderung so gut wie in der Tasche. Das gibt's ja nicht. Ja, ja, lasst es euch mal schmecken. Wir werden schon sehen. Prost. Prost. Und vielen Dank nochmal für deine Unterstützung. Die letzten Wochen waren wirklich sehr nervenaufreibend, aber ich bin froh, dass dieses ewige Tauziehen endlich ein Ende hat. Was ist? Nichts, ich freue mich. Okay, jetzt muss ich nur noch herausfinden, wer die Frau ist. Mark hat seine Anwältin nun doch um Hilfe gebeten, zwischen ihm und seiner Frau zu vermitteln. Frau Schreiber, ich sage ja gar nicht, dass Sie überreagieren. Ich bitte Sie ja nur... Ja, Sie haben mir auch nichts gesagt, Frau Brückner. Ja, Moment, Moment. Ich meine, ich kann Ihre Wut schon verstehen, aber das war jetzt nur wirklich die Aufgabe Ihres Mannes, nicht meine. Frau Brückner wollte die ganze Zeit, dass ich dir alles erzähle. Ja, hast du aber nicht. Du hast gar nichts gesagt. Nicht, dass die Kamera gelaufen ist, nicht, dass sie weg ist, nicht, dass du erpresst wurdest. Und vor allem hast du mir nicht erzählt, dass jemand damit droht, ein Video von uns beim Sex ins Internet zu stellen. Du bist... Ein Arsch, ich weiß, du hast ja recht. Frau Schreiber, wenn es Ihrem Mann gelingen sollte, den Film aus dem Verkehr zu ziehen und das Geld wieder zu besorgen, wären Sie dann bereit, noch mal über alles nachzudenken? Vielleicht. Aber bis dahin muss er ausziehen. Hey, ganz vorsichtig, ja? Wer sind Sie denn? Das ist Herr Wolf. Er arbeitet mit an dem Fall. Genau, und ich komme auch mit guten Nachrichten. Ich glaube, ich habe endlich die Verbindung gefunden. Ja, auf die 5 Minuten kommt es auch nicht mehr drauf an. Ich kenne die Frau, oder? Ja, das ist Janinas Tagesmutter, Ingrid Feil. Hast du gewusst, dass sie den Uli kennt? Nee, und ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Das ist auch ganz schön offensichtlich, dass die beiden eine Beziehung haben. Und dass die Geldübergabe genau in dem Park stattgefunden hat, wo die Tagesmutter jeden Nachmittag mit den Kindern verbringt. Ich weiß zwar nicht, wie ihr das seht, aber das kann doch kein Zufall sein. Ja, aber Ingrid war nie bei uns zu Hause, oder? Und der Frau vertraue ich mein Kind an. Wenn die hinter der Erpressung steckt, Gott, wenn die den Film gesehen hat, ich kann dir nie wieder ins Gesicht sehen. Die Tagesmutter macht vielleicht mehr Sinn als alle anderen Verdächtigen bisher. Genauso sehe ich das nämlich auch. Wenn die wirklich ein Verhältnis mit dem Uli Richter hat, dann haben wir unsere Verbindung gefunden. Ja, aber sie war wie gesagt nie bei uns zu Hause. Und woher sollte sie von dem Video wissen? Ich habe sie bestimmt nicht erzählt. Ja, aber sie ist der Schlüssel. Sie kennt ihren Kollegen und sie kennt Jochen Gerber, dessen Tochter sie betreut. Ja, und der ist ja auch noch nicht aus dem Rennen. Vielleicht hat dieser Gerber sie ja die Drecksarbeit machen lassen und deswegen hat unsere Observation nichts gebracht. Ja, und jetzt? Ingrid Feil ist das Verbindungsstück zwischen allen Beteiligten. Ich weiß zwar nicht, was sie mit der Sache zu tun hat, aber das werden wir schon noch rausfinden. Ich denke, das Beste ist, ich kümmere mich mal drum. Ich behalte sie ein bisschen im Auge. Machen Sie das. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Auf jeden Fall, ich melde mich. Danke. Noch am selben Abend heftet sich Privatdetektiv Dündar Wolf an die Fersen der verdächtigen Tagesmutter. Er macht eine interessante Beobachtung. Um das weitere Vorgehen zu planen, spricht sich der Privatdetektiv telefonisch mit Rechtsanwältin Benita Brückner ab. Ja, sie verlässt gerade das Reisebüro. Okay, Druck machen? Klar kriege ich das hin. Okay, alles klar, wird gemacht. Bis dann. Ciao. Der Detektiv geht bei der verdächtigen Tagesmutter in die Offensive. Entschuldigen Sie mal. Ja? Was haben Sie denn vor? Fahren Sie in Urlaub, oder? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Was mich das angeht? Ich glaube, ich sollte mich mal vorstellen. Wolf, mein Name. Privatermittler. Ich ermittle im Auftrag von Mark Schreiber. Okay, was wollen Sie denn von mir? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Mein Auftraggeber hat ein privates Video gedreht, das leider in die falschen Hände geraten ist. Durch Diebstahl. Und als ob das nicht schon reichen würde, wurde um eine Menge Geld erpresst, Frau Fei. Was können Sie mir dazu sagen? Ich weiß gar nichts darüber. Frau Fei, ich weiß doch, dass Sie was wissen über das Video. Sagen Sie es mir doch einfach. Tut mir leid, ich weiß nicht, ich kann Ihnen da nicht helfen. Kann ich nicht. Und warum habe ich gerade das Gefühl, als würden Sie mich hier nach Strich und Faden verarschen? Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Frau Fei, bleiben Sie stehen!
Frau Brückner, also wenn die Fei nichts von dem Video weiß, dann fresse ich einen Besen. 100%ig weiß sie was davon. Ja, na klar bleibe ich an ihr dran, auf jeden Fall. Okay, ich habe verstanden. Alles klar. Warte mal, Leute. Dünder Wolf ist seiner Zielperson bis zum Baumarkt gefolgt und hat die Anwältin informiert. Benita Brückner hat sich direkt auf den Weg gemacht und kommt gerade noch rechtzeitig. Und? Schon was passiert? Nee, alles ruhig. Noch haben sie nichts verpasst. Hey, sag mal, bist du völlig übergeschnappt? Hey, wie konntest du nur? Hey, ich hab dir von dem Film erzählt, weil ich das witzig fand. Du kannst doch nicht irgendwelche Leute erpressen. Jetzt reg dich ab. Alles wird gut. Gar nichts wird gut. Das ist eine Straftat. Wie bist du überhaupt an den Film rangekommen? Na, mit Marc Schlüssel natürlich. Es war ein Kinderspiel, ihn mir aus dem Spind über die Mittagspause auszuleihen. Ey, wie konntest du nur? Hast du nur eine Sekunde dabei an mich gedacht, dass du mich dabei mit reinziehst? Aber nein, Hauptsache du hast gekriegt, was du wolltest, oder? Hallo, Herr Schreiber. Kommen Sie bitte sofort in den Baumarkt. Ich will den Job an den Nagel hängen. Dann. Hallo, Herr Richter. Wegen des Films, mit dem wir letztlich sprachen, ich hätte noch ein paar Fragen an Sie. Scheiße. Muss das jetzt sein? Richter, wo wollen Sie denn hin? Wir wissen doch ohnehin, wer Sie sind. Und was Sie getan haben, haben Sie doch gerade eben wunderbar erzählt. Denken Sie am besten gar nicht dran. Allein schon bei dem Gedanken, dass ich Ihnen hinterherlaufen muss, kriege ich schlechte Laune. Oder wollen Sie, dass ich schlechte Laune bekomme? Benita Brückner hat ihren Mandanten verständigt, der wenig später mit seiner Frau Svenja im Baumarkt eintrifft. Ich habe nichts davon gewusst, ich schwöre. Erzählen Sie das meinem Mandanten und seiner Ehefrau. Was ist los? Herr Richter hat Ihren Schlüssel aus Ihrem Spind genommen und ist in der Mittagspause zu Ihnen in Ihre Wohnung gefahren, hat dort die Kamera gestohlen. Er steckt hinter der Erpressung. Und woher hat er von dem Film gewusst? Das war meine Schuld. Du hast den Film gesehen? Nein, ich. Janina hat mir von der Kamera erzählt, die sie in eurem Schlafzimmer gesehen hat. Und war total beleidigt, dass ihr einen Film dreht, wo sie nicht mitspielen durfte. Ich meine, ich habe mir natürlich gleich gedacht, um was für eine Art Film es sich dabei handelt. Und hast es Uli erzählt? Ja, aber nur, weil ich es so witzig fand. Also von den Erpressungen habe ich wirklich nichts gewusst. Naja, jedenfalls wird die Polizei sich freuen, das alles zu hören. Ja, wir können nur hoffen, dass Uli die Kohle noch nicht auf den Kopf gehauen hat. Stürmische Zeiten. Also ich wünsche der Familie Schreiber, dass sie ihr Geld so schnell wie möglich wiederbekommen. Und dass alle Kopien des Films verschwinden. Aber das Allerwichtigste, dass sie ihre Probleme wieder in den Griff bekommen. Uli Richter wird sich jedenfalls verantworten müssen. Wegen Diebstahls, versuchter Erpressung, gefährlicher Körperverletzung, schweren Raubes und versuchter Nötigung. Ihn erwartet eine Freiheitsstrafe von mindestens 5 Jahren.